So, wieder zurück, liebe Leute. Xenoblade Sonntag, du grüßt uns auch nochmal, ne? Mache weiter. Was gibt's hier schönes in den Kommentaren? Was du schreibst. Ach so. Ging jetzt Tora von irgendwelchen Büchern und sowas aus, oder was? Metal, Prince Legendary, Metal, Leute. Ja, hallo und willkommen hier. Mal wieder. Na, hast du schönen Sonntag gehabt? Hast du Bock auf morgen? Wow, wow. Defekter Redcliffe. Ich wollte sagen, klingt nach Boss Battle, ist auch Boss Battle, aber hat nicht so ein Boss-Symbol oben drauf. Also, ich will das mal den hier ausschalten, weil das garantiert hier einer ist, der Bonus-Sachen gibt. Alle auf den hier! Alle auf den. Hallo? Angriff? Ja, Power Friendship läuft. Ja, kreativ schreiben, sag ich ja. Herr Urlaub, ach so! Ach Mensch! Urlaub hast du, du Glückspilz. Geh aber auch gerne auf Arbeit. Ja, ja, es gibt diese Art von Menschen, die gerne auf Arbeit gehen. Das ist eine aussterbende Spezies, aber es gibt sie. Das hab ich schon gehört. Aber das ist ja schön, passt doch dann. Also bist du traurig, mal auch nicht arbeiten gehen zu dürfen oder was, Prinz? aber kreatives Schreiben erinnere ich an mein Buch, was ich mal vielleicht irgendwann schreiben sollte wieder. Wann? Ach, komm, was soll ich Quatsch. Werde ich niemals noch annähernd schaffen. Ich habe vor vielen Jahren mal eine Captain's Log, damit habe ich dieses Format noch betrieben auf meinem YouTube-Kanal, quasi als Vlog-Format. Alle, keine Ahnung, Jubeljahre mal was gemacht. So ein Blick außerhalb des Let's Plays in die Kulissen, hinter die Kulissen geblieben, was ich so mache. Da hatte ich ja mal so ein Community-Projekt angedacht, wo ich mal das RPG-Maker-Spiel, was doch in der aktiven Entwicklung quasi ist, streng genommen, wo ich es mal quasi hochlade, das allen zugänglich mache, alle mal gucken können, das spielen können, Verbesserungsvorschläge machen können, so aus der Richtung. Und ich dann dadurch mich motiviert fühle, das RPG-Maker-Spiel weiterzuentwickeln und entsprechend auch meine Story, weil es ist ja auch Buch und so weiter und so fort. Aber das hat damals nicht so richtig Anklang gefunden, weil na gut, ich hatte nie so eine riesige aktive. Ich habe zwar eine theoretisch große Community auf YouTube mit 800 Leuten inzwischen, aber aktiv waren da nie viele tatsächlich. Ich habe insgesamt 5, 6 Leute vielleicht von meiner Twitch-Zeit, wo gemerkt habe, ich rechne da jetzt mal Kugel nicht dazu, das war von meiner Twitch-Zeit noch, die da über die paar Jahre immer wieder mal geschrieben hatten, mal mehr, mal weniger, und dann waren sie doch hier, die ersten 3 Jahren waren sie da, und dann kam ein neuer. Dann kann man Fake Anleute zu, dass er mal geschrieben hat. Und gab immer so ein paar Leute einfach. Was ja aber nie so eine richtig feste Community, die Anna uns geschrieben hat. Und entsprechend waren solche Projekte von vornherein zum Scheitern verurteilt bei mir eigentlich, weil das Feedback gar nicht groß da war, weil ich hatte zwar die Abos, aber ich hatte nicht die Views. Ich verstehe bis heute nicht, wieso ich so viele Abos habe. Gemessen an dem, wie geguckt wird. Das ist bei mir nie richtig zusammengehörig gewesen. Ganz, ganz merkwürdig. Kein Plan, was da schiefgelaufen ist. Aber ist halt so. Und naja, das hat sich entsprechend dann nicht ausgehen können. Und seitdem habe ich nicht wieder versucht, meine Geschichte weiterzumachen und so weiter und so fort. Ich persönlich sehr schade finde, aber ich komme eh nicht dazu. Insofern, naja, was soll's. Oh. Und tot machen. Manchmal ist mir langweilig tatsächlich. Auf Arbeit oder außerhalb der Arbeit? Jetzt im Urlaub meinst du? Recht kreativ, aber sie. Ja, doch, Kurin hat schon ihre kreativen Momente, gar keine Frage. Talos, hau weg. So, ich hab's noch Feuer, also mach ich wieder Feuer und Wasser kaputt, ne? Ist ja klar. Ja. Einmal noch Feuer. Nächste Runde aktivieren. Piu! Zack. Ja, auch nochmal. Aber auch Mithra. Ein bisschen wird noch einer von kaputt, habe ich noch eine Runde extra. Aber das wird nicht passieren, schätze. Wobei, ich brauche jetzt 3 Angriffe mit einem neutralen Element. Ja, ich liege noch eine Runde hin. Das läuft, läuft, läuft. Mach Feuer auf Feuer, das ist nicht so geil. Dann spare ich mir das für die nächste Runde auf. Clever. Und nochmal Feuer gegen Feuer. Super Trick. Noch eine Runde. Talos, du darfst wieder. Pow, 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 pow.
Aber man sieht gerade, obwohl ich jetzt drei Runden schon habe und das Ding von Anfang an tot war, habe ich trotzdem jetzt erst 326% Bonus an XP. Beim normalen Hit davon war es nach zwei Angriffen schon. Wahnsinn, der Unterschied ist ganz merkwürdig irgendwie. Verstehe ich nicht. 330, komm, bis wir schon noch haben. Ich glaube, mehr als 400 geht auch gar nicht, wenn die überhaupt 400 möglich sind. Weil ich könnte theoretisch noch ein, zwei Runden ranhängen, so ist nicht. Mit ein bisschen Glück. Gegen starke Gegner. Ja. Und noch mit. Fast 4%. Naja. Und noch eine Runde. Noch eine Runde? Ja, dann kriegen wir 4% geknackt. Locker. Das ist ja geil. Hahaha. ja, privat, weil alle arbeiten sind. Bisschen draußen rumlaufen und Chefin. Chefin spielen ist echt unterhaltsam manchmal. Okay. So viel Abos, weil ich sämtliche YouTube-Videos von dir auf Twitter. Kurin! Du kennst doch meinen Kanal auch erst seit ungefähr einem Jahr. Ich rede von dem YouTube-Kanal, nicht von Twitch. Und in diesem einen Jahr habe ich vielleicht 30 Abos dazu bekommen bei YouTube. Also nein, ich hatte auch vorher schon die 800, die 700 Grenze auf jeden Fall gehabt, bevor wir uns kannten. Das liegt nicht an dir. Tut mir leid, das sagen zu müssen. Und selbst wenn. Wenn du mir dieses Abos verschafft hast, die letzten 100 oder so, mal jetzt vom Extrem-Case ausgehend, sind auch das alles Abo-Leichen letztendlich, denn die View-Zahlen sind nicht gestiegen, kein einziges Mal. Also, ich weiß nicht. Ja, aber guck mal, das tust du doch erst seit einem Jahr ungefähr. Wie gesagt, mein Fluss an Abos ist nicht mehr geworden in diesem einen Jahr, wo wir uns aktiv kennen. Ist genauso wie immer, die Lage ist sogar noch ein bisschen weniger als vorher, glaube ich. Daran liegt es nicht. Kannst du mir glauben. Tut mir leid, das sagen zu müssen, aber so ist es. Zack. Und wie gesagt, selbst wenn, die Watchtime wird auch nicht höher, also bringt mir jetzt auch unbedingt was, wenn die aktuell wachsen. Tatsächlich ist es, glaube ich, auch, ich meine, es war eher kontraproduktiv, wenn man viele YouTube-Abos hat. Aber da im Fall ist eine geringe Watchtime. Das ist, glaube ich, so, dass dann YouTube sagt, dann wirst du im Algorithmus später erst angerückt und entsprechend nicht so oft gezeigt bei irgendwelchen Videos. Und obwohl ich inzwischen über 8000 Videos online habe bei YouTube, nach 10 Jahren Let's Play, werde ich aufgrund der schieren Disbalance aus Abos und Views, die nur hier sein sollte wahrscheinlich, oder hier sogar, hier sind die Views, hier die Abos, ist die wahrscheinlich eher hier bei mir, oder vielleicht noch so weiter, und deswegen werde ich wahrscheinlich weniger gelistet überhaupt. Und das ist halt auch ein Ärgernis, ne? Das ist... Abo-Leichen bringen sich. Deswegen ist es auch total dumm, wenn, das war damals gang und gäbe vor vielen Jahren, wenn man sich Bots kauft, irgendwie aus Indien oder sowas in Richtung, und die einfach die Abos quasi schenkt, damit man keine Sachen gucken. Das war schlecht für deinen Kanal, denn dadurch bist du eher runter im Ranking statt hoch im Ranking. Und so wie beim Kanal auch. Wenn ich meinen Kanal jetzt komplett neu starten würde, wäre ich wahrscheinlich sogar besser dabei, als mit dem, wie jetzt gerade läuft. Was man zum Beispiel auch gerade bei Funpirat ganz gut sehen kann, hat krass angefangen mit YouTube, hat so viele View-Zahlen, mehr als ich aktuell, hat viel weniger Videos, viel weniger Content und auch viel weniger Abos, aber hat viel mehr View-Time, weil er wahrscheinlich aber aufgrund des guten Starts, hätte einen gewissen Push gehabt von Leuten, die er kannte auch, muss man fairerweise dazu sagen, die bleiben aber auch dran und machen weiter und halt den Stand halt gut. Und entsprechend wird er wahrscheinlich öfter angezeigt und zack, zack, das eine kommt zum anderen. Naja. Aber da hat man keine Gewalt drüber. Als Content-Creator. Und ich wüsste doch nicht, was ich machen sollte, um das anders zu machen. Da hilft es auch nicht, die übergeilsten Videos zu machen, wenn sie trotzdem nicht gelistet werden irgendwo. Und das tue ich auch nicht unbedingt, aber du kannst noch so geile Videos machen und super geilen Content machen, wenn du halt nicht geklickt wirst, weil du nicht angezeigt wirst, dann hast du es auch natürlich verkackt. Was willst du machen? Aus diesem Loch wieder rauszukommen, weiß nicht, wie man es hinkriegt. Weiß ich nicht, ob das überhaupt möglich ist. Ich baue noch Durchhaltevermögen. Hat doch irgendwer von euch Durchhaltevermögen zufälligerweise? Kann ich danach sortieren? Ich würde es gerne mitnehmen hier, das Dingens. Klingenliste. Sortieren. Durchhaltevermögen. Ja, das ist toll, hier nach Alphabet zu ordnen. Da. Poppy ist klar, ja. Haben wir alle drin. Unterwegs. Schon alle unterwegs. Aber hier haben wir einen. Hayabusa! Könnte ich reinnehmen für... Toll. Gerade Brex ist total doof, der kann den nicht reinnehmen, der hat schon andere, die ist gebrochen. Und der ist sowieso unterwegs, siehst du. Irgendeiner von Nicht-Rex. Oh, auch unterwegs, ach komm schon. Aha, sie hat's. Gott.
Das kriegen wir hin. Also, ich glaube... Ach, die haben es ja auch beide gehabt, ne? Hat er es? Weiß nicht, aber irgendwann mal hat es Dromek auf. Versuchen wir es mal. Zack. Open up. Sag ich doch. Gut, ich meine, es haben heißt nicht, es auch gelevelt zu haben, schätze ich mal. Er hat sich gar nicht gelevelt. Mal gucken. Was wirst du als gute Kombi von Elementen sagen, Sif? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Nun, Katschi, ehrlich. Ich komme gut mit meiner Kombi klar. Ich habe aktuell vor allem Feuer, Wasser, Wind, Erde und Dunkelheit und Licht. Also Eis und Blitz habe ich gar nicht drin. Aber ich würde da gar nicht meine Rangliste erstellen, tatsächlich. Meine richtig gut sind für mich natürlich Elemente, die du aufbauen kannst. Du machst zum ersten Mal Feuerelement und dann wieder Feuer, doch mal Feuer, hast du eine Dreier-Feuerkette. Das können nicht alle Elemente, das sind so die Grundelemente. Das können Wasser und Feuer und ich glaube, das war es sogar schon. Der Rest kommt nur bei Umwege dann zum... Ich glaube, Licht geht auch noch. Licht, Licht, Licht und Dunkel, Dunkel, Dunkel vielleicht auch noch. Ich finde ja so die quasi übersichtlicher, diese Elemente, die sich selbst stacken bis zu Level 3. Heißt nicht, dass es die besseren sind oder so, aber ich finde die ganz... Es ist aber ein bisschen simpler zu spielen. Das ist die beste Idee, die ich dazu gerade habe, tatsächlich. Ja. Ah, siehste. Ja, die hat das gar nicht. Die hat das ja gar nicht. Ach, verarsche. Die hat das gar nicht, dieses Talent. Blöde Kuh. Voll verarscht. Ja. Was bringt dieses Lachen, Kurin, wenn... das auf nichts fußt. Wie gesagt. Verstehe ich jetzt nicht in den Kontext die Aussage. Nochmal gucken, ob ich es finde. Oh Mann. Aber dann haben sie es eh erledigt, weil dann wohl die, die das haben, ganz oben. Und die waren ja alle in Benutzung irgendwo. Hm. Ich kann es auch steigern bei den spontan. Hm. Hä? Wie noch müde? Ich bin nicht müde. Was willst du von mir? Du hast so viele Abos, weil ich sämtliche YouTube-Videos von dir auf Twitter, Tumblr, Mastodon veröffentliche. Hier folgt ein eingebildetes Lauflachen. War es ironisch gemeint oder was willst du damit sagen? Für mich klingt das so, als wenn du. Als wenn das sowas wie, hahaha, ich bin dafür verantwortlich und ich freue mich drüber, so in eine Richtung. Habe ich das falsch verstanden oder was? Denn wie gesagt, bringt ja nichts. Mann! Egal, das hat nichts gebracht. Ja. Hast du schon auf Maximum? Ah, kannst du vergessen natürlich bei ihm. Aber doch, ja. Er hat das gar nicht. Ich dachte, er hat auch halt Durchhaltevermögen tatsächlich. Na toll. Hätte ich mit ihr. Ich habe das schon gemacht, diese Fleischbällchen, ganz oft. Aber ich habe dann vergessen, ich habe das nicht bei ihr angewandt, dummerweise. Deswegen alles vergeben, jetzt habe ich keine Materialien mehr, um noch eins zu machen. Total doof. Sonst wäre es jetzt auch schon durch bei ihr. Shit. Ist auch nicht. Hä? Ah, hier haben sie auch nicht. Sauerei. Gut, und sie ist auf... Wieso werden die ganz oben gelistet, wenn die es gar nicht haben, so ein Kack? Sollen das? Verarscht mich hier das Spiel. Gut, dann kann ich es eh vergessen gerade. Haut ja hinten und vorne nicht hin. Weiter geht's. Ach, ist eigentlich so ein weicher Hinokachi. Du kannst doch die meisten sowieso skippen. Du bist doch alle. Du warst doch schon da, wo du jetzt bist. Dann skipp doch einfach alles, was du schon kennst. Das ist doch kein Problem. Trink mal was, ja. Ja, hast du im Sinne von falsch verstanden oder richtig verstanden? Was denn du? Nee, hab dir zugehört. Ja, dann hör doch mal nicht zu. Was bringt dir das? Die Sequenz nochmal zu, wenn du wieder nicht zuhören wirst, wahrscheinlich, so wie ich einschätze. Ach, nur Quatsch. Das Spiel ist halt nichts für jugendliche ADHS-Kinder, die nicht mal ein paar Minuten still sitzen können. Das hättest du aber merken können. Fällt mir auf, muss auch hier oben hin. Ne? Ich komme von da unten jetzt, ich bin hier lang gelaufen, weil das geht hier nicht weiter, aber ich sehe da vorne einen Storypunkt, wo es weitergeht. Na toll.
Ach komm, was soll's. Der ist fix tot. Tot. Yeah. Na, Angriff töten. Völlig richtig, Erik, das ist das Beste. Und nicht das Beste, aber es ist ein sehr, sehr, sehr wichtiger, guter Punkt im Spiel. Ziehen wir jetzt lieber einfach davon, von der Inszenierung. So ein Ding anders. Aua. Die fahren doch nicht durch, die Raudis. Unglaublich sowas. Rücksichtslos. Alter, ich glaube... Ach so. Okay, Kurin. Da war es aber auch nicht so eindeutig formuliert von dir, das Ganze. Das kann man durchaus leicht missverstehen, auch ohne müde zu sein. Just saying. Ab mit dir, die Lüfte. Also wenn die Story sehr gut ist, dann lässt es mich über schnelle Grafik hinwegsehen. Absolut. Grafik ist sowieso nicht das Wichtigste. Das Spiel muss stimmen. Mein Spiel ist auch momentan mehrere ist gut. Ein Pixelspiel wieder mit Creator Keeper. Und auch vergangenheit. Ich habe ja schon oft ältere Spiele gespielt, die einfach grafisch am besten nicht auf der Höhe sind, weil sie aber trotzdem Spaß machen. Und trotzdem gut sind. Also zum einen gibt es ja Spiele, die sind gewollt, heutzutage veröffentlicht und auf Retro gemacht. Und Spiele sind einfach alt und deswegen so, wie sie aussehen. Und trotzdem hat noch Spaß, einfach weil die Spiele an sich drumherum stimmen. Ist ja ganz normal. Ich hätte gerne einen Wegpunkt gerade, weil ich nicht da... Ich will ganz zurück und... Wobei, ich glaube, ich gehe sowieso nicht weiter. Der schon mal... Ach, siehste. Ich komme von hier. Ja klar, da habe ich ja meinen Ding, Startzentrale. Bin hier hochgefahren, genau. Da wollte ich hin, aber da geht es gar nicht weiter, weil es hier auch kein Gebäude gibt. Dann muss ich da nicht zurück, denke ich mal. Da war ich schon von neuem rein richtig gewesen mit meiner Abbiegung. Okay. Die wollen nicht aber auch hochleveln, damit ich alles kalt bleibt, einmal sich angriff, ne? Na gut, wenn ihr meint. Pow, 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 pow. Oh, gleich wieder angreifen, Ding. Es ist so geil, wenn ich meinen Angriff starte, wenn ich mal wieder angreifen kann. Hier, schon wieder. Wieder auf, schon wieder aufgeladen. Es ist mega. Und schon wieder was? Hä? Ich lag gerade nur auf das Ding. Was zum Teufel? Ich glaube, das ist Mythra. Das Kostüm von Mythra, glaube ich, was es gerade macht. Dieses, ich kann es wieder aufladen danach. Haut mega gut hin, ey. Bin nur am Angriffsspam. Damit Ketten bilden und mega Fusionsschaden machen. Geil. Geil, dass das funktioniert. Endzeitwitterung. Oh. Da ist er tot. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Wo ich sagen muss, das schöne Grab wird nicht gleich Foto drin. Das heißt sogar neu. Alles schön stimmig, aber sehr schön ist auch trotzdem schön. Ja, richtig. Wobei ich jetzt OOT überhaupt nicht als gutes Spiel sehe, weder optisch noch irgendwas. Also ganz ehrlich, OOT ist überhaupt nicht meins. Ich fand's damals schon nicht gut. Ich habe das 3DS Remake damals gekauft und auch durchgespielt. Ich habe in 40 Stunden oder so mich durchgespielt. Aber ich habe mich eigentlich von vorne bis durchgespielt, weil ich das Spiel von vorne. Also ich kann es aber nicht gut. Ich habe mich ja nicht so begeistern können, aber zählt das sowieso nicht meins. Die Follow. Aber so ist es halt. Habe ich immer schon gesagt, ich spiele mit offenen Karten, aber Zelda ist... Also 3D-Zelda zumindest. 2D-Zelda finde ich ganz cool. Hier, A Link to the Past, A Link Between Worlds und natürlich auch, Link's Awakening.
die drei besten Zeldas aus meiner Sicht jemals. Nicht unbedingt eine Reihenfolge, meine drei Lieblings-Zeldas einfach. Schlagen jeden 3D-Teil, den ich kenne. Ich kenne sie alle, ich habe zumindest mal alle reingespielt. Außer tatsächlich. Oh! Autsch! Außer tatsächlich in Tears of the Kingdom, da habe ich noch nicht reingeguckt bisher. Dazu kam ich noch nicht. Ist ja auch erst ein Jahr alt. Hallo, wiederbeleben bitte! Hallo? Ich hole selber wieder, ist ja völlig egal. Aber bis auf diesen Teil habe ich eigentlich alle gespielt, die es gab. Zumindest alle 3D-Teile und die meisten 2D-Teile. Und naja, war halt nicht wirklich meins. Aber das beste 3D-Teil des Spiels ist ja immer noch Hyrule Warriors 1. 2 war nicht mal so geil, aber Hyrule Warriors 1 war ein mega Zelda-Spiel. Ich weiß, es war kein Zelda-Spiel, aber das beste 3D-Teil, das man haben kann. Besser als BOTW? Ja. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall besser als BOTW, gar keine Frage. Ja, ich weiß. Ich fand das auch. Nee, ich fand BOTW nicht schlecht, Erik. Ich fand es für Zelda-Welt ja ganz cool. Stimmt, ja, du hast recht. Das war in Ordnung. Hat mich aber nicht so überzeugt, dass ich durchgespielt habe. Das hat mich ja nicht so gefesselt, aber. Nach Hyrule Warriors 1 ist, glaube ich, nach BOTW das beste 3D-Zelda, was ich nennen würde. Aber wie gesagt, ich habe Tears of Kingdom noch nicht gespielt. Aber ich schätze, das wird sich eh nicht einranken. Einranken wie BOTW. Aber ja, so sieht's aus. Mann. Was für ein langer Kampf für nichts hier. Feltenbaum-Amulett bekommen, habe ich gerade gesehen. Nicht klingen. Söldertruppe. Balam bam bam bau. Ja, Sheba, mach weiter so. Katzenfutter Blade. Falsch. Neuer Auftrag. Megalanze und Elektro. Wobei ist dann sogar. Kann der wieder raus hier? In die ich raus haben, so. Und da mal von meinen Hauptblades reinsetzen. Zack. Hier, damit du weiter levelst, ne? Läuft bei dir. Dim. Noch ein neuer, meine Güte, hör doch nicht auf. Ich wollte was gucken, genau, bei Mythran nämlich. Giftskerne. Nee. Ist bei ihr nichts, was drin ist. Was den mir genannten Effekt hat. Was tut bei Rex dann? Auch nicht. Na nö. Auch nicht. Oh, hab ich das gar nicht. Das kann doch nicht sein. Der hat gar nichts drin. Das ist jetzt merkwürdig. Ich weiß, ich hatte jetzt Item, was meine Attacke wieder aufladen kann. Eins von den beiden vielleicht. Mit ein bisschen Glück, mit viel Glück eigentlich, aber hat offenbar keins meiner Blades ausgerüstet. Das ist ja ein Ding. Wieso ist denn die Attacke so wieder einsatzbereit gewesen? War es Harmoniering bedingt? Auch, er sagt, nee, das kann ja nicht sein. Das ist es nicht. Kritische Treffer, Laden, Spezialtechnik, das ist es doch. Oder verwendet Technik um 100% wieder auf. Alles klar. Wenn ich kritte, zack, wieder voll. Ah, okay, das ist es. Das ist natürlich echt mega. Das wäre ein Item gewesen. Ich meine, ich hatte ein Item gesehen, das was auch macht. Nur nicht 100%, sondern andere Chance. Aber gut, dann ist es erstmal das gewesen bei ihr. Zumindest das geklärt. Soweit, so gut. Sequenz! Mikachi, nur für dich die Sequenz! Well, no way I'd ever have guessed the world tree was like this on the inside. It definitely appears to be man-made. Created by the same civilization as Morutha. The birthplace of the architect. That's what Jin called it. Then maybe the architect built this thing.
Do you really think we're going to find him at the top? And Elysium too? From what we saw in Moritha, it seemed like all that stuff happened a gazillion years ago. Or maybe two gazillion. I don't know. Not even Titans live that long. Even Pyra and Mithra have never actually met him. But this tower's right here. It's real. So... Seeing is believing, is the phrase. Hmm? We'll just have to find out for ourselves. There's no use speculating. Nia, what's wrong? His tummy started rumbling. Oh, Father. Every time with you, it's, have you lost your wallet? Or are you hungry? Is that really all you can think of? Meh. Tora thought food is only thing that makes Nia all, growly. Motzi-kotzi. Watch it, Furball. What is Nia's problem? That's not a nice way to ask, Poppy. But I let it slide. There's something I want to ask you, Blades. Tell the truth. Have you ever wanted to extend your life? Avoid returning to our cores? Yeah. That's a tough question. I would like to keep learning about my former selves, but to keep living after Morag is dead... Oh, I'm sorry. No, I understand. The idea of living on without her does not appeal to me. Yeah, same here. I want my memories of the prince to be just between us. You're going to make me blush, Pandy. Dromak? As long as I'm by my lady's side till the end, then I'm satisfied. Poppy is... Sorry, kurzer Raster. Nia ist ja eine Flash-Eaterin. Das heißt, sie lebt keine Ahnung wie lange. Ich weiß auch nicht, ob Flash-Eater-Blades jetzt natürlich Lebensspanne haben oder nicht. Das ist mir nicht ganz klar gewesen, mich der Meinung. Wurde nicht ganz gesagt immer. Aber ja, sie leben sehr, sehr, sehr lange. Also deutlich länger, als ein normaler Mensch leben würde. Hier, Jin ist ja auch, was war das, 200 Jahre alt inzwischen schon mindestens. Hat er durchgelebt seit der Zeit mit Albalfis. Entsprechend lang lebt er als Blade auch. Es ist ja von Dromaks Sicht aus gesehen, was anderes das zu sagen, weil er sehr viel mehr Lebensspanne mit Nia teilt als andere Blades mit ihrem normalen Driver. Nur so ganz nebenbei gesagt. Artificial Blade. So it is very sad for me to think about. When Master Pawn is gone, Poppy will be widow. Meh. Well, not quite. But I get where you're coming from. Pyra? Well, I... It's different for you. Aegis. Right? You've been alive for a few centuries. Did I ask you? Pyra, what do you think about her? Really? Hey. Sometimes I wondered why I have to keep on living forever. Just on and on. Abgelehnt. No end in sight. Dunkelcrawler, hallo! Dunkle Grüße! But it's different now. I'm glad I've stayed alive all this time. Parting is always sad. But it's just part of the deal of being me. Though... Maybe one day I'd be happy to close my eyes forever. With someone special. There. By my side. Pyra. That's our Pyra. Thanks, guys. Thanks for sharing with me. So, what made you ask? I'm a flesh eater. Ja, I don't know how long I'll live for. I mean, for all I know, I might just sniff it tomorrow. My lady. But I can say this much. My life and death isn't tied to any human. And? It's Jin. I've been wondering. Jin was collecting core crystals. But why didn't he use them? Doesn't he hate humans?
He could use them to create blades, then turn them into flesh eaters. He could expand Torna with no need for humans in the mix. They do lack numbers. Is that all of them? Yeah. It's just the five of them. That's it. When Malos suggested getting Ubrona and Akkos to resonate, Jin was dead against it. So I think maybe... maybe Jin fears the same way as us. The same way as us? Jin ist halt ein guter. I think maybe that's why he won't resonate with anyone.